Von der Firma Flying Bear habe ich diesen Lasergravierer und Schneider Typ Laser Man erhalten. Die Firmware des Gerätes basiert auf Gabel, womit der Laser Man mit G-Code-Befehlen angesteuert werden kann. Ganz im Sinne von How Open Is This Gadget hält sich Flying Bear an die Vorgabe der GPL-Lizenz von Gabel und bietet den Quellcode der geänderten Firmware zum Download an. Der Download-Link ist dabei nicht irgendwo versteckt, sondern direkt auf der Seite mit der Firmware zu finden. Das ist vorbildlich. Geliefert wird der Laser Man mit bereits montierten Kernkomponenten. Hochaufgelöste Fotos des Packungsinhalts gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget. Die beiliegende Montageanleitung in englischer Sprache ist verständlich geschrieben und enthält viele selbsterklärende Abbildungen. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, auf meinen Seiten gibt's auch hiervon viele Fotos. Vor der Montage habe ich einen Blick ins Innere der Box mit der Elektronik geworfen. Die Stecker sind mit Kleber gesichert und die Verkabelung ist recht übersichtlich. Der farbige Touchscreen befindet sich auf einem Maker-Base-Board. Eine Infrarotdiode dient als Flammensensor, womit der Laserman automatisch abschaltet, sobald dieser anspricht. Die Empfindlichkeit des Sensors kann über ein Potentiometer justiert werden. Auf der Hauptplatine sind die beiden Schrittmotortreiber fest verlötet. Der Prozessor ist vom Typ ESP32 mit WLAN-Unterstützung. Die Achsen werden von kugelgelagerten Kunststoffrollen längs der 20x20mm Aluprofile geführt. Eventuell vorhandenes Spiel in dieser Mechanik lässt sich mit Hilfe einer Exzentermutter beseitigen. Die Achsen werden über Zahnriemen angetrieben, der Motor der X-Achse befindet sich rechts an der Traverse. Durch Verschieben dieses Schrittmotors kann der Riemen der X-Achse gespannt werden. Beide Seiten der Y-Achse werden von einem Schrittmotor angetrieben, die Riemenscheiben beider Seiten sind über eine Rundstange miteinander verbunden. Der Vorteil dieser Konstruktion besteht darin, dass die beiden Achsen auch bei ausgeschalteter Maschine nicht aus dem rechten Winkel kommen können. Die Zahnriemen der Y-Achse sind mit Schrauben an den Enden befestigt und hier kann auch die korrekte Spannung eingestellt werden. Endschalter für die X. Und Y-Achse sind vorhanden. Der Laserman fährt beim Homing in die linke untere Ecke. Der Arbeitsbereich beträgt 40x45 cm. Ist alles ordnungsgemäß justiert, läuft die Mechanik nahezu spielfrei. Das im Paket befindliche Lasermodul arbeitet mit einer Wellenlänge von 445 Nanometer. Die Laserleistung ist mit etwa 5,5 Watt angegeben. Fokussiert wird der Laser, indem die Höhe so verstellt wird, dass die 2 mm Distanzplatte aus Metall gerade so zwischen Oberfläche des Werkstücks und Unterkante der Schutzhülle passt. Nach dem Einschalten zeigt sich das Hauptmenü auf dem sehr gut ansprechenden Touchscreen. Die Verbindung ins lokale WLAN gelingt problemlos. Wird die IP-Adresse des Laserman in einem Browser eingegeben, so erscheint die Web-Oberfläche, womit die Maschine aus der Ferne bedient werden kann.
Auch per USB-Schnittstelle können Daten übertragen werden. Ich persönlich finde die Möglichkeit, Maschinendaten von MicroSD-Karte lesen zu können, am sinnvollsten. Nach Auswahl der gewünschten Datei kann der Laser zur Startposition gefahren und schließlich der Graviervorgang gestartet werden. Auch während eine Datei abgearbeitet wird, können einige Parameter über das Menü verstellt werden. Das kann hilfreich dabei sein, die optimalen Einstellungen für ein bestimmtes Material schneller zu finden. Werden die Daten wie hier per SD-Karte übertragen, so kann der Laserman bequem auch außerhalb der eigenen vier Wände in Betrieb genommen werden. Beim Arbeiten mit Lasern entstehen unweigerlich mehr oder weniger gesundheitsschädliche Gase und die lässt man am besten vor der Haustür. Zwar besitzt der Laserman einen Luftfilter, dieser kann aber lediglich Rußpartikel zurückhalten, die übel riechenden Gase werden nicht herausgefiltert. Dennoch ist die Filtervorrichtung auch beim Betrieb im Freien sinnvoll, denn durch das Absaugen der Rauchpartikel bleibt der Strahlengang des Lasers frei, was zu feineren Gravuren führt. Arbeitet der Lüfter auf voller Leistung, so ist dieser nicht zu überhören. Mit einem längeren Absaugrohr könnte man den Lüftermotor nach draußen verbannen und so auch gleich die Abgase aus dem Fenster blasen, ist sicher einen Versuch wert. Die hier zu sehende Bitmap-Grafik wird auf Holz graviert und zeilenweise abgearbeitet. Der Auftrag ist nach etwa 30 Minuten beendet. Die nächste Bitmap-Grafik wird auf einer Dose graviert. Das funktioniert mit einer speziellen Mechanik, die bei meinem Laserman ebenfalls mit im Paket war. Um den Laser auf die nötige Höhe bringen zu können, habe ich die Standfüße untermauert. Das kann man aber sicher auch eleganter lösen. Der an dieser Drehbank angebrachte Schrittmotor wird anstelle des Motors der Y-Achse am Gehäuse der Elektronik angeschlossen, was unbedingt bei ausgeschalteter Maschine gemacht werden muss. Auch diese Grafik wird zeilenweise abgearbeitet, nach jeder Zeile wird die Dose ein ganz klein wenig gedreht. Als nächsten Test schneide ich einen Stapel aus mehreren Lagen 2 mm Pappe. Die Laserleistung ist auf 80% gesetzt, die Schnittgeschwindigkeit auf 60 mm pro Minute. Mit diesen Einstellungen fährt der Laserman einmal längs der Schnittkanten eines sechszackigen Sterns. Es werden dabei zwei Lagen Pappe sauber durchtrennt, was bei einem 5,5 Watt Lasermodul zu erwarten ist. Hochaufgelöste Fotos des Testergebnisses gibt's auf den Seiten von How Open Is This Gadget? Der letzte Test besteht im Gravieren von Edelstahl. Auch hier wird mit einer Laserleistung von 80% gearbeitet. Graviert wird ein Testmuster bestehend aus Wellenlinien und Kreisen. Von links nach rechts wird dabei die Geschwindigkeit schrittweise gesteigert. Auch zu diesem Testverfahren gibt's hochaufgelöste Fotos der Ergebnisse und weitere Infos auf der Projektseite. Soweit mein Video zum Flying Bear Laserman. Weitere Infos zum Gerät und viele Fotos der Mechanik und der Testergebnisse gibt's auf How Open Is This Gadget? Klickt mal rein! In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!